Typ G18, Wagen 11. Kilometer 17.568. Splitstrecke. Typ H15, Wagen 13. Kilometer 23.219. Auf Wellenbahn. Auspuffleitung schlägt an. Hochmoderne Testmethoden im Opel Testcenter in Dudenhofen. Zumindest nach Maßstäben von 1966. Seit 50 Jahren testet Opel hier seine Modelle auf Herz und Nieren. Das Ehepaar Kaufmann kann sich darauf verlassen, dass sein Opel-Fahrzeug den modernsten technischen Erkenntnissen entspricht. Sein Prototyp wurde viele Tage auf einer der modernsten und größten Prüffeldanlagen Europas getestet, ehe die Produktionsmodelle an die Händler ausgeliefert wurden. Mit einem Aufwand von rund 30 Millionen Mark gebaut und 1966 in Betrieb genommen, ist das Prüffeld im hessischen Dudenhofen der Marterpfahl für jede Opel-Neuentwicklung. 5 Kilometer langen Rundkurs werden die Dauer... Normalerweise bleibt der Öffentlichkeit der Zugang zu diesem Folterareal für Autos verwehrt. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens können Interessierte jedoch am kommenden Samstag, den 10. September zwischen 10 und 16 Uhr, sich ein eigenes Bild vom Testcenter machen. Wer möchte, kann die Teststrecken selber in einem von 150 aktuellen Opel-Modellen austesten. Wer lieber in Nostalgie schwelgen möchte, hat bei der Oldtimer-Rallye Gelegenheit dazu. Und irgendwie hat die Vergangenheit ja ihren ganz eigenen Charme. Kontrolle aller Aggregate gemäß Fahrbericht. Besondere Vorkommnisse? Keine. Zum Beispiel Unfall? Ich habe doch nur wissen wollen, woher das Dröhnen kommt. Melden Sie sofort, wenn etwas vorgefallen ist. Denken Sie immer daran, wir arbeiten hier, um die Sicherheit der Fahrzeuge zu verbessern. Eben. Ich wollte wissen, was dröhnt da?